Jo, also willkommen zurück zu 4-2. Wir sind immer noch in diesem komischen, seltsamen Röntgenraum, der irgendwie ein bisschen abgeschotteter ist als alle anderen Räume. Dank dieser Bio-Airlock. Oh. Gut zu wissen, dass wir trotzdem, obwohl wir in der Airlock sind, noch... Was ist das denn? Holy... What's going on? Das ist, als ob da irgendeine Krankenschwester von so einem Creeper vergewaltigt wird. Ach, die Scheiße. Das ist ein ekliges Schicksal. Also, vergewaltigt zu werden, natürlich, das ist immer schlimm, aber... Von einem Untoten? Ah! Ach. Wisst ihr was, ihr Creeper, ihr könnt mich eigentlich mal, weil... Es ist helllichter Tag draußen. Es ist so fucking hell, dass ich fast blind werde. Deswegen erschreckt ihr mich überhaupt nicht. Ihr könnt mich mal am Hinterkopf kratzen, könnt ihr mich mal. Also, für jeden, der mich schreien wollte, ich werde dieses Mal nicht schreien. Gibt nämlich gar keinen Grund dazu. Hier kann nichts gruselig sein, gruselig genug sein, als dass ich schreien würde. Vor allem keine Creeper. Die machen mir nur Angst, wenn es dunkel ist. Und wenn sie plötzlich kommen. Aber irgendwie haben sie erstens ihren Überraschungsmoment verloren und zweitens... Der Typ wird immer noch geröntgt. Geröntgt. Hm. Nothing I can do about it. Okay. Oh. Gasleck, hä? Ja. Oh, Gasleck. Oh! Fahrstuhl? Fahrstuhl? Oh, da. Ich glaube, ich bin hier schon mal gestorben, weil ich den... Ja, weil hier explodieren jetzt nach und nach die Ruhe. Und ich habe den Fahrstuhlknopf mal nicht gefunden. Wo ist der Fahrstuhlknopf hier drin? Ach, da. Ah! Wird heiß hier drin! Scheiße! Wow! Maximum Capacity 2000 RPS. Das ist dann schon Lastenluft. Hä? Ich war hier! Oh, jetzt können wir übrigens am besten das mal sehen, was ich mal angesprochen habe. Dass das hier keine schöne Berglandschaft ist draußen, sondern dass das alles bloß Fake ist. Wie man hier sieht. Wir sind nämlich eigentlich unter Tage. In irgendeinem scheiß Bergwerk, Höhle oder so. Wie wir sehen, die ganzen Fenster sind alles bloß Projektoren. Sogar ganz schön schöne Projektoren, also ich finde das gar nicht mal so schlecht gemacht. Das ist eine gute Illusion. Dafür, dass man hier so abgeschottet ist und kein Tageslicht hat, haben sie das doch ganz gut hinbekommen, fand ich. Das ist ein schlechter Mann. No, toll. Mach den kurzen Weg natürlich zu. Damit ich auch ja den Umweg laufen muss. Verdammt, Arschlöcher. Ach nein, die wollen nicht, dass ich den Umweg laufe, die wollen, dass ich da unten durchlaufe. Das ist ja noch schlimmer. Was haben wir schon in 4.1 gelernt? Abwasserkanäle, Abflüsse, nicht gut. Vor allem, wenn ich nichts sehe. Es ist so scheiße dunkel. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Aufnahmen bisher von 4.2 generell zu dunkel sind. Das ist ja ein allgemeines YouTube-Phänomen, dass die Aufnahmen, die man macht, irgendwie in YouTube generell dunkler werden. Davon wusste ich auch, aber ich habe es wieder vergessen, deswegen habe ich das nicht extra höher gestellt. Jetzt habe ich es extra höher gestellt, aber ob man jetzt mehr sieht, weiß ich noch nicht. Weil ich ja sehen, wenn ich es uploadet habe. Das ist ja wie in einem Jump'n'Run hier. Ja, genau. Abwarten und dann losrennen. Oh! Fuck you. Oh! Nein! Fahrstuhl. Wah! Scheiße! Mir ist gerade eine Krankenhausliege entgegengeflogen gekommen. So was rechnet man doch nicht.
frage mich generell, was da jetzt draußen los ist. Warum geht hier alles so den Bach runter? Die Atomexplosion, die war jetzt schon vor einiger Zeit. Aber es scheint irgendwie ein Erdbeben zu geben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall rumort's hier in der Gegend. Ganz schön. Wir müssen es ja auch mittlerweile deutlich schon nach dem ersten Teil haben. Zeitlich. That was your dad. Uah! Sag doch was, dass du da stehst. Scheiß Idiot. Steht da neben mir und denkt sich, uah. Sagen wir mal Bescheid, wenn du tot bist. Das wird schon ganz gut gehen. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Aber anscheinend nur. Na wohl, eine Schutzweste ist auch schon irgendwas, ne? Eigentlich gar nicht mal so unnützlich. Vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden. Aber wie ihr vorhin vielleicht gesehen habt, das trifft ja eigentlich nicht auf mich zu, weil ich spiele auf. Auf normal. Ich habe das Spiel auch nie auf schwer gespielt. Nur mal auf easy, das erste Mal. Weil ich einfach eine Sissy bin. Eine Sissy und eine Pussy zugleich. Gerade eben war die Handanimation weg, wo man runterrutscht. Ja, das war jetzt toll. Das hätte ich besser planen können. Jetzt geht er runter! Scheiße. Ist jetzt hier wie auf dem Präsentierteller. Naja, wohl, Deckung ist gut. Was? Jetzt hat der zweite Typ sich jetzt wieder erholt. Weil er war bloß am Taumeln oder so. Aber sieht ja nicht so aus. Immer schön in den Arm schießen. Da hat er auch später was davon. Ja, ich hab die Steuerung irgendwie voll verkackt. Seitdem ich jetzt, ja, Melee, also Nahkampf auf Leertaste habe, gibt's keinen Springen mehr. Das heißt, ich muss nachher springen mal irgendwo probieren. Jetzt habe ich gar keinen Scheiße! Boah! Was war das? Was war das? Warum bin ich tot? Eigentlich habe ich mir vorgenommen, in diesem Let's Play nicht so aufzustellen. Weil ich habe bereits nächstes Let's Play im Kopf. Wobei ich ziemlich oft sterben werde. Und zwar Call of Duty Black Ops. Und da werde ich während der Story häufig sterben. Also wollte ich das Sterben hier eigentlich auf einem gewissen Niveau halten, was noch annehmbar ist. Aber allein in dieser Session, in dieser Aufnahmesession bereits schon zweimal gestorben. Sucks to be me. Ich würde trotzdem gerne rausfinden, was das gerade war. Ist hier mir ein Stein auf den Kopf gefallen oder was war das? Ja, die Tür geht zu. Jetzt. Passiert doch gar nichts. Da kam wieder was von oben runter gefallen oder sonst was. Ach ja. Hier ist es Zeit, mal den. Das Feature zu benutzen. Slow-Mo, Bullet Time. Sonst wären wir da nicht so. Nicht so. Na gut, man wäre auch so durchgekommen, aber. Warum schwer, wenn es einfach geht? Ach nee, das war anders machen. Warum? Einfach weil es so schwer ist. Oder? Ja, der Stahlzaun kann ich nicht schützen. Hoffe ich zumindest, oder? Der ist bestimmt schon tot. Ich schieß bloß auf seine da rumsitzende Leiche. Vollidiot. Ah! Kommt die jetzt her? Da war jetzt noch einer.
Ja, Catwalk. Noch bin ich gar nicht auf dem Catwalk. Ich komme nämlich nicht rauf. Was ist das? Scheiß Puck. Ich will auch noch auf den Catwalk hier. Fuck. Okay. Machen wir das mal. Willkommen zurück im Menü. Movement. Ja. Tja, was nehmen wir da? Springen tue ich selten. Nein. Scheiße! Na gut, jetzt ist Springen halt X. Wen interessiert's? Gibt's halt keinen nächsten Granatenbacken mehr. Ist ja nicht so, als ob ich überhaupt Granaten nutzen will. Ich glaube, ich springe wirklich öfter als Granaten. Insofern ist das schon dann. Ja, ich brauche auch ein bisschen Backup. Zack, der ist tot. Ja, das TNT hätte ich sehr gut für mich benutzen können. Also nicht um mich selbst umzubringen, was wahrscheinlich auch passiert hätte können, aber... Ne, ich meine eher, um die Typen zu grillen. Die Steuerung dieses Spiels ist irgendwie seltsam. Da ich ja neu im PC... vor allem im PC-Spieler bin, scheine ich wohl den Termin verpasst zu haben, wo die ganzen Shooter-Steuerungen alle vereinheitlicht wurden. Weil was ich gerade privat spiele, ist Crysis 2 und Crysis 2 hat dieselbe Steuerung wie... wie Call of Duty? Black Ops? Haben dieselben Steuerungen und... dieses Spiel hat nicht dieselben Steuerungen, also... die scheinen sich irgendwann mal auf dieselbe Steuerung geeinigt zu haben, die... kann man natürlich alles nachjustieren, aber... also nicht so doof zu, aber... ich weiß nicht, ich hab die Aufnahme wieder begonnen, vorzubereiten. Obwohl ich jetzt zugeben muss, dass ich schon versucht habe, die Crysis 2 Steuerung jetzt auch in dieses Spiel zu importieren, was mir anscheinend nicht gelungen ist. Zumindest das Problem habe ich immer mit dem Zielen gehabt. Das vorher die Zielentaste, dieses nah ran zoom ins Visier, war auf einer anderen Taste. Jetzt ist es auf dem zweiten Mausbutton, so wie in Crysis 2. Getan, um mich nicht selbst noch weiter zu verwirren, weil wenn ich mich hier an drei verschiedene Steuerungen gewöhnen muss, dann ist das kompliziert, wenn ich privat spielen will. Z. Wo? Hier schießt du noch? Nein. Ne? Tot? Nicht tot? Ich glaube, nicht tot. Soll uns egal sein, wir gehen jetzt nach oben. Und dann sehen wir uns sowieso persönlich wieder. We will meet again! Steinschlag. Was ich sagen wollte ist, we will meet again! Mark my words. Seltsam, ab und zu gibt's irgendwie... keine Ahnung, was das für Bugs sind. Man kann einfach nicht weitergehen. Da muss man springen. Das ist aber gerade ein schlechter Zeitpunkt. Ja, gut. Dann bis zur nächsten Folge.